Weil ich glaube, ich bin am über, also ich bin als aktuell am Überlegen, ob ich nicht einfach mein Fleisch jetzt hier dem Metzger verkaufe. Also mein ganzes Fleisch, was ich so habe, also das Ungebratene. Weißt du nicht mehr, wo der war? Der war irgendwo da oben, oder? Wer bist denn du? Oh, Riordian. Ja, da bin ich beschäftigt. Ich kann dir nicht helfen. Wer hätte gesagt, ein Mist viel weniger? Also das spielt noch vor der Zeit der Barriere. Das ist ja mal interessant. Vielleicht könnte man hier auch den Held treffen, wenn er hier war. Lockbars Haus. Buchkommode. Da ist er ja, Lockbar. Hey, du. Wer bist du? Jemand, der von den ständigen, sich wiederholenden Fragen gelangweilt ist. Habt die jungen Leute nichts Besseres zu tun, als mich immer wieder zu belästigen? Lock war das, Lock war das, Lock war, wer bist du? Lock war, mein Zeh tut weh, Lock war, ich habe Durchfall. Ich hab genug davon. Ich komme wegen der Medizin meines Bruders. Ich hab dir mindestens 100 Mal gesagt, dass ich nicht um jede Wunde eines Bauern kümmern werde. Ich habe schon genug Tränke gebraut. Kurt hat mich geschickt. Ich habe gehört, du schuldest ihm einen Gefallen. Ah, Kurt, will er schon wieder was? Er hat mir einmal geholfen, und jetzt denke ich, dass ich für den Rest meines Lebens ihm eine Gefälligkeit schuldig bin, okay? Sag mir, was brauchst du? Mein Bruder wurde von einer Blutfliege gebissen. Von wie ist immer gebissen, gestochen, Alter. Wie gesagt, ich habe nicht die Absicht, Zaubertränke zu brauen. Aber wenn ich dir nichts gebe, wird dich Kurt wahrscheinlich jeden Tag kommen lassen. Okay, lass mich nachsehen. Ich kann für deinen Bruder einen speziellen Kräuterverband vorbereiten. Die meisten Blutfliegenstiche sind ungefährlich, aber es ist sehr wichtig, sie nicht zu zerkratzen. Andernfalls wird die Wunde gefährlich. Na gut, also aufzukratzen ist nie gut. Dafür benötige ich ein paar frische Pflanzen. Ich werde dir eine Liste mit allen Zutaten machen, die du benötigst. Frag Riordian, vielleicht kann er dir helfen, sie zu identifizieren. Wer ist Riordian? Mein Lehrling. Wahrscheinlich. Er ist ein junger Novize, pilgert gerade und ist kürzlich in Silbach angekommen. Er ist hier, um die nahegelegene Kapelle zu reinigen. Wahrscheinlich hängt er gerade irgendwo auf dem Friedhof herum. Lass uns handeln. Novizenstab. Prozent der Heilung. Wiederherstellung von Trefferpunkten. 20%. Okay. Schub vor Feuer. Der spirituellen Rüstung, Magieschutz. Silberplatz, Band 1. Anfänger des Dorfes Silbach von einem unbekannten Autor bietet einen Erfahrungsbonus. Okay. Viele Jahre lang konnten die Leute einfach Männer und nicht entscheiden, was das wahre Schatz von Acholos ist. Okay. Informationen über die Welt. Besser zu kämpfen, die entscheiden, die sie erleiden. Kantenschäden. Auch bekannt. Stehen doch Klingen, okay. Hey, du. Kann ich eben eigentlich die Bücher wieder verkaufen? Ich habe sie jetzt einmal gelesen, also brauche ich sie ja nicht mehr. Okay. Ja, und noch so.
Ist natürlich jetzt nicht optimal, natürlich, dass ich mein ganzes Geld dafür auf. Oh, Trefferpunkte plus 7. Cool. Hey, du. Aber jetzt habe ich wenigstens mehr Erfahrungspunkte bekommen. 3250 Erfahrungspunkte. Und die Ratte lebt aber nicht mehr, oder? Nee. Hier ist nichts mehr. Okay. Und plus 7 Trefferpunkte. Also besser kann es gar nicht gehen, würde ich sagen. Hey. Du bist Riordian. Riordianer, richtig? Hallo Reisender, wie kann ich dir helfen? Lokva sagte, wir können zusammen in den Wald gehen. Dort soll ich die Kräuter finden, die auf dieser Liste stehen. In der Tat. Sollte in dieser Gegend keine Probleme haben, diese Pflanze zu finden. Eigentlich klappt es sehr gut. Ich sollte heute einen nahegelegenen Statue von Adanos aufräumen und darauf einige Opfergaben machen. Die können mich begleiten. Okay. Ich komme auf dich. Ich komme auf dein Angebot zurück. Boy. Also gehe ich pennen. Oh, ich bin schon bei 26 Minuten. Aber dann kann ich die Folge also auch beenden. What? Oh, Hesekiel ist jetzt auch hier. Paulus Severin, da ist ein lauter Leute drin. Okay. Alter, wer kotzt denn hier? Hier ist nicht Jorn. Ich finde es so lustig, wie die da so drin stehen. Hey. Ja, Kurt sieht halt irgendwie, erinnert mich ein bisschen an Jack. Sein Leuchtturm. Der ruppige Rupert. Ja. Muss ich einfach gucken, wo hier der Metzger ist. Bäckerei. Hey. Paola. Ein Typ sogar. Noch ein Penner, der Geruch von leckerem Brot muss dich wohl hierher gelockt haben. Wenn du nichts kaufen willst, dann geh wieder und stör mich nicht. Zeig mir deine Ware. Oh. Schlechter Apfelkuchen. Er wurde noch nicht einmal gefunden. Was? Es wurde noch nicht. Noch niemand gefunden. Er würde schon ein Stück dieser Backwaren. 5 Gold, komm, das nehme ich mit. Dieses Blaubeerbrötchen. Pack Mehl. Ich bekomme ja, wenn ich da die Gerichte mache, bekomme ich ja von dieser Frau beim diesem Lord Ramsay, bekomme ich ja dann Geld dafür, wenn ich die Sachen mache. Also würde sich das schon lohnen, denke ich mal. Ah, Remy, der Metzger. Ah, okay, hat keine Ahnung, was das eigentlich tut. Zeug. Was sind die Sachen hier? Okay. Wo ist Scavengerfleisch? Rattenfleisch habe ich noch. Wo ist Rattenfleisch? Ich sollte mir eigentlich eine Kochstelle suchen. Der hat bestimmt einen im Haus, aber wenn ich da reingehe, dann frisst er mich wahrscheinlich. Mit Haut und Haaren. Hier, die Frau hat aber eine Kochstelle. Und da kann ich jetzt
eine Mahlzeit vorbereiten. Hat er am Stiel. Einmal. Es sagt Mehl und ein fetter Brocken. Okay. Den Kebab. Ich habe alles, was du brauchst. Fleisch verkaufen. Wo ist Scavenger-Fleisch? Ich gebe ihm alle 8. Hier, für dich. Okay. In einer Mühle wie einer Mühle. Okay, Lamm. Niemand wird zurückgelassen. Zu den Teppichkern. Kochen. Nützliche Informationen über die Welt. Derer Artikel kaufen. Okay. Also das Wichtige ist halt jetzt erstmal, dass ich hier rumlaufe. Ich wollte die Folge beenden. Womit denn? Ach, ich mach das so. Dann tue ich es dann beim Zweischneiden. Mach ich Schnipp, Schnipp. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Dass ich jetzt hier rumlaufe und irgendwie Geld verdienen kann. Ich muss diesen Markus finden. Bockard. Den Zweihandkämpfer. Leibwache, okay. Wo ist denn hier diese Köchin? Jill. Albenzecke. Hey. Bei allen Göttern, was machst du in meiner Küche? Ich habe was du brauchst. Gerade am Stiel. Hier, für dich. 6 Gold erhalten, okay. Zu sehen, was du kochst. Gerade versuche ich einen leckeren Wildschwein-Eintopf mit Gemüse zu kochen, aber jemand ist mir gerade in die Quere gekommen. Kochen ist eine wahre Kunst und erfordert Geduld und Präzision. Oh, warte eine Minute. Oh nein, nicht das. Und das alles ist nur wegen dir. Was habe ich damit zu tun? Die Tatsache ist, dass du hier reingeplatzt bist, es wäre nie etwas passiert und mich von der Arbeit abhältst. Albin wird mich töten. Aber erst bleibe ich ein paar Tage im Loch und dann hänge ich an einem Ast. Kochst du für Albin? Ich koche für den ganzen Hof, seit Ramsay und sein Hofkoch uns verlassen haben. Aber ich bin... anschaue, was heute passiert ist. Dieser Eintopf war eigentlich für den Ältesten und seine Frau gedacht. Und jetzt ist er einfach zum Wegwerfen geeignet. Vielleicht könnte ich dir neues Fleisch besorgen. Willst du ein Fleisch? Ja. Ich weiß nicht, wie du das machen möchtest, aber den Gestank vom ganzen Gericht verbreitet haben, ist es nicht mehr zu retten. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade gesagt hat. Ich beeile mich, wenn du mir etwas zurückgibst. Was im Gegenzug, du wagst es, eine Gegenleistung zu verlangen? Weißt du, ich habe meine Meinung geändert. Such doch selbst nach deinem Fleisch. Wirst du das Rezept teilen? Du siehst für mich nicht nach einem großen Koch aus, aber gut, das ist sowieso kein Geheimnis. Und zuerst möchte ich ein Stück saftiges Bitchman-Fleisch vor mir sehen. Eine Frage von Leben oder Tod. Okay, ich habe auch hier Käferfleisch. Wenn sie Fleischmanzenfleisch möchte, dann kein Dings. Na, fand das immer richtig geil. Fleischmanns-Ragout. Wo kam die denn jetzt her? Das Ding ist mega stark. Also die haben eigentlich bloß mega die schnelle Angriffsrate. Oder so. Eigentlich wollte ich aufs Haus springen, aber ich kann es auch so machen.
Knepperkraut. Hey, da ist ja das. Da ist Bruce, das Schaf. Aber als erstes werden hier die Ratten auch platt gemacht. Auch Rattenfleisch. Oh, eine ganze Menge Rattenfleisch. Hallo. Komm mit. Komm, Bruce, ich bring dich zurück nach Hause. Wie sieht denn so ein Ziegenbock aus? Ich möchte verdammt sein. Du hast Bruce gefunden. Danke. Ich denke, ich werde nachts besser schlafen können. Und das Gehöft verschließen natürlich. Bitte trink auf meine Gesundheit. Schnaps. Herzhafte Reste hier. Pastete aus Resten. Geröstete Insekten, nice. Mögen die Lämmer mit dir sein. Verstehe. Jedes Gemüse, Heilpflanze, Salz, okay. Glaubst du wirklich? Verstehe. Verstehe. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Muss ich den Markus mal finden. Der muss doch hier irgendwo sein. Besser Dismas. Ich werde aber nicht in die Mine gehen, solange ich hier nicht mein Ding maximiert habe. Oder zumindest nicht recht hochgebracht habe. Hier meinen Extraktionswert. Komm schon, mach weiter. Ich habe gesehen, wie du zugesehen hast, was ich mache. Was machst du genau? Ich schneide Holz für meinen Bogen, Junge. Umgeschnittene Bäume wie diese sind perfekt dafür. Normalerweise würden sie beim heftigen Regenguss vom Blitz getroffen oder starken Wind verzogen und so weit, dass sie umgefallen sind. Aufgrund ihres Alters haben sie noch recht dünne Äste, was viel einfacher macht. Übrigens kannst du auch einige schwere Äste bekommen und sie in Pfeile verwandeln. Je mehr du über Materialgewinnung weißt, desto mehr Holz kannst du gewinnen. Und denk immer dran, du brauchst dafür eine Axt. Okay, cool. Danke, dass du mir das erklärt hast. Hey, das sind Feldräuber. Gegen die will ich jetzt aber nicht kämpfen. Da vorne ist ein Dude. Pardon, du bist nicht Markus. Du bist die falsche Person. Fleischwand. Womit denn? Mir fehlt das nötige Feuerzeug, um das Feuer anzumachen. Okay, die Musik wird hier ein bisschen weird. An der Stelle. Ich habe auch gleich ganz der Rau.
Scavenger sind nicht so schnell im Drehen, das ist mein Vorteil. Wichtig ist natürlich, die ganzen Monster ums Dorf rum zu töten. Also die recht nah am Dorf sind. Weil sonst kommen irgendwann die NPCs und töten die einfach. Kipper. An deiner Stelle würde ich nicht dorthin gehen. Warum nicht? Hast du die Gerüchte nicht gehört? Welche Gerüchte? Das Biest, das die nahen Wälder durchschreift und auf die Typen wie dich wartet. Nein, ich bin neu hier. Wenn du am Leben bleiben möchtest, solltest du wieder umkehren. Ich werde dich nicht aufhalten, aber sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Bestimmt ein Schattenläufer. Da ist weit, okay. Will er mit mir quatschen, der Bauer? Nein. Wo ist denn. Wo sind denn hier die Leute? Muss ich gucken. Lehrer. Markus ist Trainer für Bogenschießen, Geschicklichkeit, Jagd und. Ich sollte ihn im Zelt westlich des Südtors von Silbach suchen. Südlich. Bisschen hier Süden. Wo ist denn hier Süden?